genau. Oder vielleicht noch einen zweiten Hut? Kann man die übereinander setzen? Doch, kann man! Jawohl! Dann freut sich das Bankkonto. Ja, du hast aber auch nichts gesagt. Du hast gesagt, den nehmen wir so. Hey Leute! Was geht? Wir sind hier mit Katja! Und wieder ein Zucker Live Gold! Wir haben ja inzwischen schon relativ viel Zucker Live gespielt und man muss aber auch sagen, jedes Mal, wenn wir das Zucker Live bisher gespielt haben, egal in welcher Konstellation, haben wir uns immer die Frage gestellt, was macht man hier eigentlich? Was machen Sachen? Also. Ich fühle mich auch immer so. Aber ich muss sagen, bei den Videos, die ich beispielsweise von dir und Claudio gesehen habe, da hat man auch gesehen, okay, ihr habt noch einen Sinn gesucht bei Tucker Live. Ja, wir haben es gesucht, aber wir haben es nicht gefunden. Ja, genau. Und den haben wir am Anfang auch gesucht. Und dann sind wir, also Danja und ich beispielsweise, dann irgendwann auch zu der Erkenntnis gekommen, es gibt einfach keinen Sinn. Es gibt einfach keinen Sinn. Das hab ich auch tatsächlich so nach den Videos, die wir mit Claudio gedreht haben, wir waren immer nur so. Es ist halt einfach nur so. Also, na gut, der Sinn ist natürlich irgendwie Haus einrichten und so weiter. Immerhin so, ne? Mhm. Aber mehr halt nicht. Aber ich würde sagen, da das der Sinn ist, machen wir heute eine kleine Challenge raus. Und zwar machen wir heute eine Arm-zu-Reich-Challenge. Und was heißt das in Tucker Live? Ich weiß es nicht. Eigentlich nur, dass wir auf die Welt kommen und dann eigentlich nichts haben. Und dann am Ende alles haben. Also, das versuchen wir auf jeden Fall. Macht Sinn. Deswegen würde ich sagen, machen wir als erstes einen Charakter. Okay. Und der muss ja dann erstmal so aussehen, dass der halt nichts hat, ne? Dass er halt nichts hat. Es ist noch eine gute Frage, ob wir das hinkriegen. Also ich glaube, aber eigentlich... Also eigentlich können wir... Wir können das schon fast so lassen. Ja. Weißt du was, dann lassen wir den einfach so. Ja, ich meine... Ja, okay. Aber... okay, stimmt. Es ist auch in einem Baby. Dann machen wir es dann später als beiden, oder? Ja, genau. Dann kann er später... Wie ein Baby? Ist es so? Genau, ja. Okay. Ja, dann lassen wir den einfach so. Dann lassen wir ihn einfach nur so. So, da ist er. Genau. Dann gehst du jetzt. Perfekt. Ach nee, das ist schon der nächste. Das ging schnell. Ich glaube, das war das schnellste Anziehen, was es jemals gegeben hat in Tucker Live. Okay, dann haben wir den ja, glaube ich, jetzt schon im Inventar. Ja, der soll eigentlich nicht lächeln, ne? Stimmt, der hat ja noch nichts. Ja, Das hätte man noch machen müssen. Ja, du hast aber auch nichts gesagt. Du hast gesagt, den nehmen wir so. Weißt du was? Dann machen wir das noch. Kann man das jetzt hier machen? Kannst du es nicht mehr bitten? Ja, dann stell einfach nur noch ein und das ist, glaube ich, in Ordnung. Wir haben jetzt... Das Praktische ist ja, das wird ja wieder dann von Anfang an jemand sein, der eigentlich perfekt passt zu Arm. Genau. Also wir können den ändern. Das ist gut. Genau. Einfach nur bei dem Mund. Die sind alle aber nicht traurig. Aber ich würde sagen, am ehesten der. Ja, genau. Der hat einfach nur Mund auf. Der ist so geschockt, so, ich habe ja gar nichts. Oh mein Gott, ich habe gerade festgestellt, ich habe ja gar nichts. Upsi Daisy. So, und jetzt ist die Frage, wie werden wir reich? Weil das geht ja eigentlich gar nicht in Tucker Live, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich... Ich weiß ehrlich nicht, was du überhaupt vorhast. Ich habe vor, reich zu werden, egal wie. Du hast vor, die Frage reich ist halt nur, zu werden. Ja. Das ist eine gute Frage. Nur man kann ja kein Geld verdienen oder so. Ja. Deswegen müssen wir jetzt einfach so... Erstmal. So, das war unser erster Diebstahl. Natürlich nicht nachmachen, Leute. Aber in Tucker Live darf man das. Das darf man. Also in Tucker Live, glaube ich, darf man einfach alles. Und irgendwie halt. Und keine. Allen ist es egal, weißt du? Die sehen einfach nur alles, ja, was du machst und stehen da so. Und grinsen auch so, ne? Ja, genau. Okay. Und vor allem, es gibt auch keine Tucker Live Polizei, die uns auf die Schliche kommen kann. Stimmt, es gibt ja gar keine Polizei. Das heißt, wir können alles mitnehmen. Alles ziemlich friedlich und dann kommen wir hier mit René. So, ich würde sagen. Wir machen dann diesen hier. Schnapp! Ich würde sagen, wir holen uns als nächstes erstmal ein paar Klamotten. Oh, wo sind wir? Weil davon haben wir noch nicht so viel. Da habe ich keine Ahnung. Wo sind wir? Was ist das? Ich habe auch keine Ahnung. Teuer? Das ist jetzt wieder der Moment, wo die Leute sich denken so, oh mein Gott, sind die blöd. Oh mein Gott, sind die blöd. Wir sind so, wo sind wir gerade? Die wissen nicht mehr, wo sie sind. Wie sind wir? Da waren wir. Genau, da haben wir jetzt einmal so eine Schleife gedreht. Es gibt ja eigentlich auch noch mehr Welten. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal irgendwie wahllos irgendwo rein. Und gucken, was wir da abziehen können. Hier können wir nirgendwo rein. Oder nur, wo es keine Klamotten gibt. Wir bleiben mal in der Stadt. Wir bleiben auch nur in der Stadt. Wir gucken mal hier bei der Schere. Das sieht doch gut aus. Vielleicht gibt es da Klamotten. Bei der Schere? Bei der Schere. Schnipp. Also, ne? Vielleicht so. Bei der Schere. Ja. Bei der Schere gibt es Klamotten. Bei der Schere. Ja, weil da Klamotten geschnitten werden. Vielleicht war das doch ein Friseur. Aber ist egal, weil da können wir dann... Trotzdem Sachen schnappen. Moment mal. Ja. Ist das ein Handtuch. Klamotten. Das können wir erstmal nehmen. So, zack. Ja, so. Da gehen wir jetzt wieder auf Diebstahl. Was hast du eigentlich? Ist das ein Kaffee?
Das, das hier? Nee, ja, das, was du eigentlich geklaut hast. Ich dachte irgendwie so zuerst, es sieht nach Popcorn aus, aber dann bin ich so nee, das ist glaube ich so ein, das ist glaube ich so ein Kaffee, aber mit so Sahne drauf. Sahne drauf. Ne? Okay. Da lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Schön lecker, lecker, lecker. So, oh. kann man das klauen? Kann ich das nicht mal nehmen? Kann ich das nicht anziehen? Aber nee. versuch mal einen, so einen Kaffee einfach nur wegzunehmen. Einfach weg? Meinst du einfach so? Ja, genau. Ja, einfach so, ne? Genau, ja. Genau. Haben wir jetzt auch lange genug gehabt? Es hätte ja sein können, dass da eine Schneiderei ist. Naja, ja, okay, hier ist. Warst du hier schon mal? Ja. Nee, hier ist nicht viel zu klauen, würde ich sagen. Ja, weißt du was? Dann tipp du mal irgendwo hin. Dann gucken wir jetzt mal, wo Katja als nächstes hingeht. Ich geh mal. Wahrscheinlich gibt's da gar nicht einen Klamottenladen. Ich glaube, das ist der Klamottenladen, weil da ein großes, so ein großes Ding, ne? Ja, ja. Ja, da wollen wir mal schauen, Ja, ja, okay, du hast Schokolade durchgespielt. Tschüss, ich spiel alleine weiter. Nailed it. Streber. Hier ist die Schneiderei. Man muss ein bisschen, gucken. Ja. Schneiderei, Schere. Also ich fand, ich war da schon auf dem richtigen Dampfer. Nicht unbedingt. Aber also, die Frage ist halt, was kannst du nehmen? Alles. Oh. Wobei, nee, das schon mal nicht. Kann ich das nicht anziehen? Hä, wieso geht das denn nicht? So, ein Hut, den können wir klauen. So, jetzt sind wir reich. Ja, ich wollte, ey, ganz im Ernst, ich wollte gerade sagen, eigentlich geht der Hut schon mal in die richtige Richtung. Wir wollen ja reich aussehen. So. Das passt doch. Ah! Achso, das sind so die kleinen Sachen. Genau. Das sieht reich aus. Dann müssen wir uns nachher nochmal größer machen. Oh mein Gott, eine Erdbeere. Oh. Ja, okay, das passt. Also so sieht man doch definitiv reich aus. Also, ja, finde ich schon. Okay, wir haben jetzt hier eine Riesenschleife. Ja, also macht einen schon mal sehr, sehr reich, würde ich sagen. Meine Frage ist, ob wir halt noch Brille haben. Hm. Die bräuchten wir eigentlich auch noch, damit sieht man schlau und reich aus. Genau. Oder vielleicht noch einen zweiten Hut. Kann man die übereinander setzen? Nee. Ich denke. Doch, kann man! Jawohl! Wir haben es geschafft. Also, Das sieht jetzt am besten aus, ja. Man erkennt zwar nichts mehr von uns, wir sind jetzt einfach nur zugekleistert mit Klamotten. Oh, warte mal, es sind nämlich Taschen hier. Stimmt, so eine Handtasche. Die sieht doch mal reich aus. Wir werden jetzt hier einfach nur voll gestapelt. Kann man die so. Jawoll! Also, jawoll! Man kann einfach nichts in dem Spiel machen, aber sich so tausend Sachen aufeinander packen. Das sind so typische Menschen, die einfach nur so Gucci tragen, weißt du? So ja. Einfach so Hauptsache so 10 Klamotten übereinander. Genau, Hauptsache man merkt so, ich bin reich. Genau so. Genau so sind die das jetzt. Ja. Wir sind einfach jetzt hier so ein Fashion-Beast. Ja, genau. Aber ein Hype-Beast. Oh, warte mal, bei dir. Können wir die abziehen? Ja, genau. Ja, die können wir abziehen. Sehr gut. Man erkennt zwar nichts mehr, aber die haben wir abgezogen. Oh nein, du hast die Tasche abgezogen. Ja, wir müssen auch eine Menge hier tragen. Nicht unbedingt. Ja. Oh. Oh. An, aus. Oh, wofür brauchen wir jetzt eine Schere? Guck mal, eine Schere. Einfach so. Kannst du kein Bottenschneid drin? Ja, aber wir sind ja reich oder wir wollen reich sein. Dann kaufen wir, dann schneiden wir auch nichts. Ja, aber anscheinend ist es ja bei dir so, dass halt, wenn du eine Schere siehst, dann denkst du sofort, dass es Klamotten. Mit Klamotten zu tun hat. Hat ja hier auch gepasst. Wir haben es ja festgestellt. Oh, so. Die sind aber auch schön. Ja, mach mal. Moment, da machen wir nochmal einen Abstecher. Zack. Zack, zack, zack. Da sieht ja schon. Nein! So, weg. So. Ja. Ja. Jawohl. Ja, also, rich. Ich würde sagen, ein Rich Kid vor dem Herrn. Das packen wir jetzt hier mal schön wieder ein. Genau. Und jetzt finden wir auch mal eine Wohnung, oder? Ja, jetzt haben wir ja die Kohle. Jetzt können wir uns auch eine Wohnung holen. Ja, die Kohle haben wir, indem wir einfach nur Sachen geklaut haben. Also wir haben ja mehrere Taschen gehabt. Also wir haben jetzt mehrere Taschen, wir können die einfach nur gerne verkaufen. Und dafür kriegen wir ein Geld. Und dann freut sich das Bankkonto. Ja, stimmt. So. wie das einfach aussieht. Wer ist das? Sind das Einbrecher in unserer Wohnung? Oder sind wir eingebrochen in irgendeiner Wohnung? Ich weiß es. Wahrscheinlich eher das. Schmeiß die raus. Die werden rausgeschmissen. Schmeiß die raus. Leute, ciao. Ciao, ciao. Macht euch raus hier aus. Wieso klebt der an uns? Der klebt an uns. Wieso klebt so, der hat uns aber festgehalten. Ja, ne? Freundchen, so aber nicht. Ciao. Ciao. Dafür schmeißen wir dich aus deiner eigenen Wohnung. Dankeschön. So, jetzt sind wir hier. Das ist unsere Wohnung. Mhm. Genau, jetzt sind wir hier anscheinend mit einem. Okay, das sieht aber nicht so rich aus, ne? Nee, das müssen wir noch irgendwie anders einrichten. Also, was sieht denn hier nicht so rich aus? Also, das Ding. Weg! Der Fotoapparat. Kann gerne bleiben. Ne? Kann bleiben. Was nicht rich aussieht? Was sieht denn nicht rich aus? Die Dusche eigentlich nicht, aber die können wir, glaube ich, nicht abbauen. Ja, genau. Das Radio.
Bäh. Bro! Oh nein! Muss da bleiben. Und halt muss es nicht bleiben. Bilder? Ja, die Bilder von fremden Leuten, tut mir leid. Das sind die Bilder nicht von uns. Die sind ja jetzt gerade auf der Straße gelandet. Die schicken wir denen hinterher. Weg damit. So, aber das Problem ist, ich glaube, das Haus können wir jetzt nicht neu einrichten. Da müssen wir eigentlich ein komplett neues Haus kaufen. Hast du nicht ein Haus? Noch nicht, aber jetzt kaufen wir uns eins. Oder wir klauen uns eins. Hat ja gerade schon mal gut geklappt. Dann müssen wir jetzt noch ein Grundstück aussuchen. Hm? Warum kriegst du schon wieder auf... Hier. Ja, guck mal, vielleicht... Ja, geht nicht. Guck mal hier. Ja, ja, ja. Ja, neue Artikel verfügbar. Ja, ich wollte halt auch mal, dass du das mal lernst, ne? Klar, klar. Weil ich mach ja schon die ganze Zeit ist hier was, ja, ne? Sowas ich, klar. Ich wollte einmal kurz testen, ob Katja das auch schon weiß. Ja, klar. Aber du hast den Test bestanden. Ja, klar. Einfach so. Erstmal einfach nur draufdrücken, wo man nicht draufdrücken kann. Einfach nur so. Geht nicht. So, da haben wir uns jetzt unser erstes Haus gekauft. Ich glaube, das ist aber. Das ist noch nicht rich genug. Das ist doch überhaupt nicht rich genug. Was ist denn so richtig rich? Das schon mal nicht. Aber wir können uns nur das nehmen. Das nehmen. Ich glaube, das ist nicht okay. Es ist alles zu. So, wir packen jetzt einfach alles hin. Alles so hier. Damit es rich aussieht. Ja, sieht mega rich aus. Damit es einfach nur rich ist. Na klar. Ja, ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Ja, das hier ist auf jeden Fall nicht rich. Nee, nicht unbedingt. Also ich würde mir einfach nur vorschlagen, wir klauen einfach nur die Wohnung von den anderen und ich glaube, das reicht auch schon, ne? Zu der, wo wir gerade waren? Ja, genau. Dann machen wir das so, wir klauen jetzt die Wohnung zurück, die wir gerade schon eigentlich geklaut haben. Ja, aber wir sind ja da ein bisschen so... Ja, eigentlich ist das jetzt unsere Wohnung. Bin doch mal gespannt, ob die jetzt so frech waren und wieder in die Wohnung reingegangen sind, die von gerade. Mal gucken. Aha, wir sind da immer noch alleine. Ja, cool. Na, dann würde ich sagen, da haben wir eigentlich unsere Wohnung. Ja, genau. Oh, und die Bilder sind zurück. Waren die Bilder sind zurück. Da war doch jemand in der Wohnung. Oh. Die schmeißen wir jetzt also nochmal raus. Oh. Und vielleicht kaufen wir uns beim nächsten Mal auch eine Villa. Leute, wenn ihr es gerne sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Ciao.